Edos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal sind wir zusammen mit Yuriko aufgebrochen, um nach Pflanzen zu suchen, die unserem Zweck dienen, unkonventionelle Waffen gegen die Mongolen einzusetzen, sprich Gift und Betäubungs- bzw. Halluzinationspfeile. Dazu allerdings reicht unsere Pflanzenkenntnis nicht aus, um das alleine durchführen zu können. Deswegen brauchen wir sie. Und auch wenn es ihr deutlich missfällt, kann sie uns den Wunsch nicht ausschlagen. Allerdings wirkt sie ein wenig verpeilt oder verwirrt an manchen Stellen. Sie ist auch jemand, der ganz gerne und oft in der Vergangenheit schwelgt, weil ich denke mal, da waren die Zeiten durchaus noch besser, grundsätzlich besser als jetzt. Und wir konnten auch schon die ein oder andere Taktik per Blasrohr einsetzen. Allerdings, es war schon irgendwann belastend, muss ich mal sagen, wie ich beim ersten Friedhof gestruggelt habe. Ne? Das wollte ich jetzt nicht außen vor lassen. So dass ich sagen kann, ich habe es erwähnt, nochmal ein bisschen Revue passiert und jetzt geht's weiter. Okay. Alles klar. Ich dachte, wir wären diese Banditen losgeworden. Eigentlich stand ich beim letzten Mal auch noch da oben bei der Hütte. Okay, das war jetzt gerade kein Glühwürmchen, was uns hätte irgendwas zeigen können. Also. Keine Banditen, Mongol. Oh, von hier aus konnte ich sie nicht sehen. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, Yuriko. Sehen wir nach. Bist du müde, Yuriko? Nein, Fürst Sakai. Das ist der beste Tag seit unserem Nachmittag am Omi-See. Daran erinnere ich mich nicht. War ich mit dir dort? Es ist so lange her. Ihr habt es sicher vergessen. Möglich. Es ist nicht ausgeschlossen. Da sind wir am Friedhof der Ahnen unseres Onkels. Der Krieg hat diesen Ort verschont. Wie unser Heimatdorf auch. Ein seltener Anblick, möchte man ja mal meinen. Dort oben haben wir Blick auf die Burg Shimura, oder zumindest einen Teil davon. Wisst ihr noch, junger Meister? Wir haben den Shimura-Kriegern hier unseren Respekt erwiesen und dann den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich, Yuriko. Schreiben wir jetzt eins. Sicher, bin ich nicht abgeneigt. Über Vergänglichkeit. Okay, was haben wir denn? Unbewegter Berg. Turm hoher Ehrgeiz. Vergänglichkeit. Robuste Mauern ist auch gut.
Aber ich gehe... Also hier würde ich sagen, der turmhohe Ehrgeiz spricht mich von den drei Möglichkeiten am besten an. Der Stein folgt dem Wasserlauf. Ja. Endlos fließendes Wasser. Das Menschenwerk ist fragil. Tatsächlich am ehesten trifft das zu. Nichts hält für die Ewigkeit. Lange, das mag sein. Aber nichts für ewig. Leben fließt zum Tod. Ja. Das klingt besser. Leben blüht und welkt. Clan und Fürst schwinden. Oh, da trifft... Also da ist alles drei sogar sehr gut. Also das letzte ist ein bisschen zu krass. Also ja, es stimmt alles, aber... Ah, das ist... Nee, das ist mir zu... Ja, wie soll ich sagen? Zu böse. Leben blüht und welkt. Also das... Naturell gesprochen sehr gut. Clan und Fürst schwinden. Auch das, sage ich mal, passt sehr gut, gerade in die jetzige Atmosphäre. Boah, ich kann mich zwischen den letzten beiden nicht entscheiden. Clan und Fürst schwinden. Doch, ich gehe mit dem. Ich meine, es ist zwar festgehalten auf... sag schon, auf... na, hier auf diesen Rollen. Nicht Papyrus, ihr wisst, was ich meine. Schriftlich festgehalten, aber es ist halt... Nichts dauert ewig. Das Menschenwerk ist fragil. Clan und Fürst schwinden. Weise Worte, mein Herr. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die Größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Kazumasa meinte immer, Fürst Shimura wäre zu sehr um diese Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche. Wie ein Berg. Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört. Inmitten der Schlacht bleiben gute Anführer stets geerdet und standhaft. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Ich möchte noch einen weiteren Ort besuchen, mein Herr. Wenn ihr bereit seid. Gerne. Okay, da muss ich was gerade rücken. Also das mit den, mit allen Notwendigkeiten für das Sammeln und Herstellen der Pfeile haben wir sogar schon. Also das war mein Fehler. Ich habe gedacht, da würde noch etwas kommen. Wir haben einen Talisman erhalten. Yurikos Andenken. Talisman des Fernkampfs. Okay. Ein
namentlicher Talisman. Ist ganz schön windig, nicht, dass du dich noch erkältest. Aber bevor wir in die nächste Mission starten mit Yuriko, würde ich mich hier erst einmal genauer umsehen, um auch alles mitnehmen zu können. Weil ich höre es. Haha, da ist sie. Eine weite zirpende Grille. 13. Hier fehlt ja tatsächlich nicht mehr allzu viel. Und da oben haben wir einen Fuchsbau. Auch ein sehr schöner, aber vor allem auch mittlerweile schon großer Friedhof. Sind da oben noch etwas? Wir sind ja von unten gekommen. Hier hätte die zirpende Grille aber auch ganz gut Platz gehabt, wo die Räucherstäbchen stehen. Okay. Oh, hier haben wir sogar noch was. Achso, ja, okay, das ist der der Fuchsbau. Da hatten wir noch nee, da hatten wir einen Haiku, das hatten wir noch gar nicht. Alles klar. Gut. Ja, in Ordnung. Dann erstmal zurück zu Yuriko. Dann machen wir an der Stelle dann nämlich direkt mal weiter. Heppa. So. Fürst Sakai. Na? Verzeiht mir. Der kalte Wind setzt mir sehr zu. Yuriko, du wirst krank. Ach, Unsinn. Ich bringe dich nach Akashima. Dort sind Heiler. Wir müssen einen besonderen Ort besuchen. Welchen? Es ist nicht weit. Danach, verspreche ich, komme ich mit zu euren Heilern. Gut. Aber wenn es dir schlechter geht, gehen wir direkt nach Akashima. Natürlich, mein Herr. Immer so streng. Aber auch besorgt um Gesundheit. Die Kunst des Sehens. Wo ist nun dieser besondere Ort? Habt Geduld. Du verrätst es nicht? Das ist nicht nötig. Okay, wenn es nicht nötig tut. Bleiben wir mal gespannt. Weite voran. Vorsichtig, Yuriko. Jetzt legt sie auch noch mal einen Gang zu. Der heitere Wald. Ah. Wisst ihr, wo wir sind? Es gibt hier einen Onsen in der Nähe, oder? Ich hatte zwar schon das Headset drauf, aber das Wort habe ich selber nicht verstanden. Hm. Ach. Also eine heiße Quelle. Okay. Auch von hier hat man einen sehr schönen Blick auf die Burg. Und um die Umgebung. Ist es nicht wunderschön? Sehr schön. Warum sind wir hier? Seid ihr verärgert? Ich hoffe, es war nicht falsch, hierher zu kommen. Ich verstehe nicht. Es schmerzt mich, euch so voller Trauer zu sehen, wegen Fürstin Sakai und dem Kleinen.
Yuriko, was ist mit dir? Es ist nichts. Ein kleiner Schwächeanfall. Wann hast du zuletzt gegessen? Gestern, glaube ich. Warte hier. Ich werde uns etwas suchen. Ich bin doch kein Kind. Bitte, Yuriko, ruh dich einen Moment aus. Wie ihr wünscht. Und weil er mich so lieb bittet. Ich bin bald zurück. Vielleicht ist Wild in der Nähe. Hat er eben gerade mal auf ihre Aussage geachtet? Sie ist besorgt. Oder zumindest hat sie Fürstin Sakai und den Kleinen erwähnt. Sie hat schon wieder in unserer Gegenwart davon zumindest angenommen, dass wir Katsumasa wehe hören und nicht Jin. Ein Keiler. Es war nicht das erste Mal, dass Yuriko das getan hat. Also, auch da sollte man ein Auge drauf haben. Jage ein Wildschwein, damit Yuriko etwas zu essen hat. Boah, da sind einige. Hey, 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 ganz ruhig. Oh, schönes Ding. Das war ein First Try. Den bringe ich Yuriko, damit sie ein wenig isst. Na, dann wollen wir keine Zeit vertrödeln. Kehre zum Onsen zurück. Ist das in der Heimatsprache sowas wie für die heiße Quelle? Onsen. Hab noch nie gehört. Oh, damn. Yuriko! Yuriko! Ihr Pferd ist nicht hier. Sie ist weggeritten. Hier. Nobu. Da lang. Was genau hat sie vor? Pulver, Kräuter. Sie ist hier lang. Keine Zeit verlieren, Nobu. Yurikos Pferd. Sie kann nicht weit sein. Sie ist definitiv zu Fuß weiter. Aber warum? Aber sie hat es verhältnismäßig wirklich ein bisschen eilig, ne? Kann das sein? Yuriko! Yuriko, bist du verletzt? Nein. Ich habe mich nur verirrt. Wo wolltest du hin? Ich sah meine Mutter. Sie winkte, aber sie ging weiter. Ich musste sie einholen. Ich bringe dich heim. Nein. Meine Mutter. Ich muss ein Opfer darbringen. Musst du nicht. Bitte, für all die Male, die ich eure Wünsche befolgt habe, kommt mit mir. Ich muss meiner Mutter Respekt erweisen. Na gut, überanstreng dich nicht. Hab Dank. Vorsicht walten lassen. Hier haben wir noch ein Tori-Tor. Meine Mutter ging oft mit mir in diesen Hügeln spazieren und lehrte mich über die Pflanzen.
Vielleicht sahst du sie deshalb. Schrein am Schildkrötenfels. Den haben wir wahrscheinlich von Omi aus gesehen. Wir sind fast da. Okay. Also hier müssen wir später auch nochmal hin. Aber Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, geht trotzdem an die Konsistenz. Noch eine Grille. Meine Familie ist hier. Okay. Kasumasa. Die Nacht, als ihr mir den kleinen Djinn brachtet, als er so krank war, nach all der Zeit allein im Wald. Und wir hatten schon Fürstin Sakai verloren. Kasumasa, hört ihr mir zu? Ich höre zu. Ich gab ihm das Heilmittel meiner Mutter zu trinken. Wir saßen an seiner Seite die ganze Nacht. Ihr hieltet meine Hand. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich erinnere mich. Jene Nacht. Hatte ich solche Angst. Ich war so traurig wegen Jin. Aber ich war so glücklich. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein. Als es ihm besser ging, als ihr mich lehrte zu reiten, an dem Tag ritten wir zum Onsen. Dieser Sonnenuntergang, rot und voll. Das war was? Der beste Tag meines Lebens. Es ist dunkel, Kasumasa. Sagt mir, was ihr seht. Das ist der Tempel von Kushi. Man kann die Pagode sehen. Ich bete dort jedes Neujahr für euch und für den kleinen Jin und für meine Familie. Jin hat Glück, dass du so gut für ihn sorgst. Ich kann bis nach Yarikawa sehen. Ich erinnere mich an den Krieg. Eine Tragödie für alle Clans. Dort sind noch gute Leute. Burg Kaneda. Ich wünschte, ihr wärt nicht so oft dort. Warum sagst du das? Ihr habt so viele Pflichten zu erfüllen. Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Doch sie ist nie genug. Nun sag mir, was du siehst. Yuriko. Ruhe jetzt, Yuriko. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Die Mächtigen fallen letztendlich und sind nicht mehr als Staub im Wind.
Wir haben nochmal den Talisman oder zumindest einen weiteren Talisman von Yurikos Andenken bekommen. Ein Talisman des Fernkampfes. Und den Bogenschützen Strohhut von talentierten Bogenschützen bevorzugt. Ach, Freunde, was soll ich denn noch groß zu sagen? Beim ersten Mal, als ich diese Mission gespielt hatte, hatte ich schon ein Kloß im Hals und auch jetzt hat sich da nicht dran viel geändert. Es ist schön und traurig gleichermaßen zu wissen, dass wir nur eine verhältnismäßig kurze Zeit mit dieser Person an unserer Seite verbringen konnten. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein als Spieler. Oder die Empathie ist es, die mir da mehr oder weniger Steine in den Weg legt, aber ja, weiß ich nicht. Es ist einfach schade. Ich würde noch gerne so viel mehr drüber sagen und erzählen können. Aber die Zeit war halt einfach gekommen. Ob man da noch großartig mehr zu sagen kann, weiß ich selber nicht. Aber sie hat nun Ruhe. Und ist bei ihrer Familie. Als auch bei Katsumasa. Ja, ich hätte zwar jetzt noch gut 40 Sekunden auf der Uhr, aber das lohnt nicht, noch irgendwo anders hinzureiten. Deswegen würde ich mit euch einfach die Aussicht auf uns wirken lassen. Und zusammen mit Yuriko, auch wenn sie in physischer Form nicht mehr da sein mag, diesen Part hier beenden. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's play Ghost of Tsushima.